Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem ersten Teil meines Büchermonats. Ich habe 12 Bücher gelesen und werde den Büchermonat wieder in 2 Teile aufteilen. Die ersten 6 Bücher heute und die weiteren 6 Bücher dann im nächsten Video. Ja, ich habe 12 Bücher gelesen. Es war tatsächlich ein ganz guter Monat, auch mit 4230 Seiten gar nicht schlecht, was im Durchschnitt knapp 146 Seiten am Tag bedeutet, wo ich sage, ja, das würde ich tatsächlich sagen, das passt von mir zeitlich für den Februar auf jeden Fall auch. Gehört habe ich knapp 65 Stunden. Was ich auch so sagen würde, es ist ein sehr langes Hörbuch dabei und das passt, denn das habe ich wirklich am Ende des Monats weggesuchtet, weil es ist einfach ein absolutes Highlight und ja, davon werde ich dann im zweiten Video berichten. Im Gegenzug zu den 12 gelesenen Büchern sind 10 Bücher bei mir eingezogen, also auch die Challenge, meine eigene in diesem Jahr, ja auch für mich geschafft, dass ich mehr lese, als ich bei mir einziehen lasse und da bin ich tatsächlich auch ganz happy drüber. Ich habe 5 echte Bücher gelesen, 2 E-Books und 5 Hörbücher gehört und gerade am Ende des Monats hat mich dann so knapp 10 Tage ein sehr langes Hörbuch begleitet, sonst wäre es am Ende vielleicht sogar noch 1 oder 2 Bücher mehr geworden. Ja, gar nicht so schlecht. Der Durchschnitt an Sternebewertungen, die ich ja so für mich selbst gebe, da sind wir bei 3,42. Und ich würde schon sagen, dadurch, dass wirklich nur ein Highlight bei den 12 Büchern dabei waren, einige wirklich noch nah da dran waren, aber ich auch ein Abbruchbuch habe und ein eher Flop-Buch, muss ich sagen, sind die knapp 3,4 Sterne wirklich nachvollziehbar. Und das ist auch das, wie sich der Monat angefühlt hat. Also auch wirklich absolut okay. Und ja, beim Abbruchbuch, das sehe ich ja gar nicht als schlimm an oder irgendwie, wo ich denke, ach Mist, sondern okay, ich habe es eben begonnen, angefangen, mich bemüht und das Buch hat sich auch bemüht, aber wir haben einfach nicht zusammengepasst, was ich ja gar nicht so schlimm finde. Ich packe euch jetzt die ersten 6 Bücher unten in die Infobox mit rein, schaut da gerne vorbei und sollte jetzt vielleicht auch schon der zweite Teil online sein, werde ich auch den Link dazu natürlich unten eintragen, also schaut da gerne vorbei, wenn ihr das Video vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt anschaut. Ansonsten ein bisschen Geduld, der zweite Teil folgt dann auf jeden Fall nächste oder übernächste Woche und ja, schaut dann auf jeden Fall gerne mal vorbei. Vielleicht klickt ihr einfach auf Abonnieren, dann wird euch auch der zweite Teil des Büchermonats auf jeden Fall angezeigt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den ersten 6 Büchern. Buch Nummer 1 ist Fake History von Jo Hedwig Theuwis. Weiß leider nicht, wie wir die niederländische Autorin, ja, wie der Nachname da so ausgesprochen wird. Ja, ein Buch, was mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde und ja, was ich jetzt auch mit sehr großer Begeisterung gelesen habe. Ja, wir haben hier eine niederländische Autorin, die mit dieser Aufklärung dieser falschen, historisch überlieferten Geschichten wohl auf Twitter ja, so ein bisschen für Aufklärung gesorgt hat und da auch sehr bekannt ist. Ich selbst habe kein Twitter oder kein X oder was auch immer und war dementsprechend natürlich sehr gespannt, was mich ihr ein wenig erwartet. Und es geht eben in diesem Buch um 101, das finde ich tatsächlich auch eine ganz coole Zahl, der weit verbreitetsten Mythen und natürlich auch deren Aufklärung. Also wir haben verschiedenste Geschichten, wo uns im Grunde die Behauptung erzählt wird, so aller, das haben Sie vielleicht so gehört. Und dann wird uns eben dazu erklärt, wie der Mythos vielleicht entstanden ist, wie die Wahrheit ist, insofern es eine Wahrheit gibt. Und es wird eben auch diese Widerlegung an vielen Stellen dann wieder dargelegt. Und das fand ich tatsächlich sehr schön aufgebaut, weil man natürlich so ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommen hat, wie entstehen vielleicht auch gerade diese Mythen? Ist das eine Überlieferung? Woran könnte das schuld sein? War es der damalige Zeitgeist und so weiter? Und das fand ich tatsächlich schön, dass wir einmal hören, okay, die Behauptung ist so und so, daher könnte es kommen und dann ist eben die Wahrheit eine andere, insofern wir überhaupt über eine Wahrheit dann am Ende sprechen können. Wir haben verschiedenste Geschichten. Ich fand ganz spannend, ja, von Marie Antoinette das ganz bekannte Zitat, dann sollen sie doch Kuchen essen, woraufhin ja dann auch ihr Kopf gerollt haben soll. Das fand ich super interessant, weil ich tatsächlich auch dieser falschen Fährte sozusagen, ja, aufgesprungen bin und das tatsächlich spannend fand, wo es gegebenenfalls hergekommen ist. Dann ging es auch um die Hörner der Wikinger, also was sie auf den Helmen tragen, wo das herkommt, wie das wirklich war, ob es
Ja, also ist es eher etwas Filmisches oder ja, wo kommt das im Grunde her? Und dann zum Beispiel auch über Napoleon wurde gesprochen oder auch verschiedenste Dinge während der Nazi-Zeit. Und ich glaube, so mit am spannendsten fand ich das sehr weit zurückgelegene Geschichten oder ja, historische Erzählungen, wenn es tatsächlich zum Beispiel um Jesus gegangen ist. Also so diese früheste Darstellung von Jesus würde wohl in Kairo in einem Museum hängen. Und als ich diese Behauptung schon gelesen habe, dachte ich einen kurzen Moment, ich war schon 3, 4 Mal in Kairo, mir ist nirgendwo Jesus über den Weg gelaufen und das fand ich tatsächlich super spannend. Wobei man sich natürlich fragen müsste, warum sollte das überhaupt eine falsche Behauptung sein, ne? Also, na, wo Jesus gelebt hat als Mensch, das ist ja gar nicht so weit entfernt tatsächlich von Ägypten. Aber ja, fand ich super spannend. Ich fand tatsächlich diese ganze Abholung der Geschichte, dieses Erzählen der Geschichte, dieses Darstellen super spannend gezeigt. Es deckt eben auch auf, wie falsche Mythen entstanden sind, wie dann auch die historischen Fakten sind, was man überhaupt noch recherchieren kann. Es wird uns auch erklärt, wie wir recherchieren können. Und ich fand das alles super kurzweilig. Also ich bin so durch einen Fakt, durch den anderen einfach so durchgelaufen. Ich fand das spannend. Es gab nichts, was mich nicht interessiert hätte. Ich fand es sprachlich sehr leicht, sehr locker. Und gerade auch diese kurzen Kapitel haben einen dazu verleitet, ach, eins geht noch, eine Geschichte geht noch, ein Mythos schaue ich mir an. Und ja, dadurch, dass die Geschichten, also die einzelnen Fakten immer so rund 3, 4 Seiten haben, kommt man da wirklich, wirklich sehr gespannt auch durch. Und das macht wirklich Spaß, weil man so ein bisschen was mitnimmt. Also auf jeden Fall auch Wissen. Es ist spannender Geschichtsunterricht und man fliegt so ein bisschen durch die Themen, die auch ja ganz gut sortiert sind, aber wahrscheinlich doch relativ durcheinander sind. Und das fand ich tatsächlich toll. Es war eine sehr kurzweilige Lektüre. Es sind spannende Themen aufgegriffen worden. Es gibt Dinge, die ich durchaus kannte, wo ich sowohl die Falschbehauptung als auch die Richtigkeit schon wusste. Das war aber eher die Minderheit. Es gab aber auch einige Behauptungen, wo ich gar nicht wusste, dass es darüber überhaupt eine falsche Behauptung gibt. Und ich mochte das wirklich, dass einem das so gezeigt wurde. Also wirklich so, hier ist der angebliche Fakt und hier die Gegendarstellung. Und ich fand es wahnsinnig gut recherchiert. Und ich fand auch schön, dass uns die Autorin bei dieser Recherchierzeit und Arbeit so ein bisschen mitnimmt und auch wirklich so ein bisschen zeigt, das und das hat sie herausgefunden. Und das führt dann eben ja dazu, dass man diese Fake History News sozusagen ja im Grunde abhaken kann und berichtigen kann. Ich fand auch super interessant, so ein bisschen, wenn die Autorin dann auch darüber spricht, wie gefährlich es eigentlich ist, wenn falsche geschichtliche Darstellungen erfolgen, wie das im Grunde auch die Zukunft oder unsere Gegenwart sozusagen prägt und dass man immer angehalten sein sollte, Aufklärung zu betreiben, also immer an der Wahrheit interessieren sein sollte, immer mit dieser Wahrheit auch mitgehen sollte, dass man immer recherchieren sollte, wenn einem irgendwas vielleicht nicht so reell vorkommt und eben nicht jedes gesprochene Wort, dass das eben die wahren Tatsachen sind. Das fand ich sehr gelungen und ich glaube, dass das auch noch in der heutigen Zeit durchaus sehr, sehr wichtig ist, auch wenn man natürlich heute etwas viel einfacher recherchieren kann oder von der heutigen Zeit beweisen, belegen kann, als vielleicht etwas wie gerade das Beispiel Jesu Christus, was über 2000 Jahre her ist. Ich glaube, da wird es einfach schwierig, da irgendwie wirklich ja, Papier zu finden, wo irgendwas dargestellt ist. Aber das fand ich richtig toll. Super spannend. Buch kann ich absolut nur empfehlen. Gerade wer sich geschichtlich da einfach interessiert und so manchem Fakt im Grunde auf der Spur ist und da einfach vielleicht ja, ein bisschen eintauchen möchte und sich mal vom Gegenteil ja, sozusagen auch zeugen lassen wollen. Buch Nummer 2 ist dann das neue Buch von Brandon Sanderson, Das Herz der Sonne, welches mir als Hörbuch, auch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde. Das Buch ist auch aus diesem Secret Project von Brandon Sanderson, wo ja ich im letzten Monat auch schon einen Teil gelesen habe. Er hatte hier eine Crowdfunding-Aktion und hat hier über 400 Millionen Dollar eingenommen. Es ist auf 3 Verlage aufgeteilt worden und ich glaube jetzt der dritte Band ist auch schon angekündigt, der vierte Band bei Knauer leider noch nicht, aber das wird, denke ich, dann in diesem Jahr auch noch werden. Ja, Sprecher ist Detlef Bierstedt und das ist ja die deutsche Stimme von George Clooney und von ihm habe ich mir sehr, sehr, sehr gerne 14,5 Stunden die Geschichte vorlesen lassen. Ich war natürlich mega gespannt, mega motiviert, als ich zu diesem Hörbuch gegriffen habe, weil mir ja die Smaragdgrüne See im Januar so, so gut gefallen hat und es wirklich ein kleines Highlight war. Wir treffen in dieser Geschichte nun auf den Nomaden, der in einer fremden
fremden Welt aufwacht und herausfinden muss, wo er gerade ist und warum er hier eigentlich in Ketten liegt. Die Strahlen der Sonne in dieser Welt sind so gefährlich, dass sie alles verbrennen, und er hat auch nur noch einen klitzekleinen Funken Magie übrig in sich, um sich da tatsächlich zu befreien. Denn es kostet sehr viel Kraft, und eben auch magische Kraft, um eben durch diese Welten zu springen. Und er hat eigentlich diese Kraft, aber in dieser Welt anzukommen, hat wirklich gefühlt alles irgendwie verbraucht. Und er kann eben theoretisch durch all diese Welten, die es gibt, auch durchreisen und muss jetzt eben eine Kraftquelle suchen. Und wir begeben uns jetzt eben mit den Nomaden auch auf die Suche durch diese gefährliche Welt, wo die Sonne eben alles zerstört. Und gleichzeitig trifft er aber dann natürlich auch, während er auf der Suche nach der Kraftquelle ist, betrifft er natürlich auch Bewohner von der Stadt Bilke, und die ihn tatsächlich sehr gastfreundlich aufgenommen haben und ihm sehr geholfen haben, und jetzt brauchen die eben seine Hilfe. Doch während er ja im Grunde auf der Suche nach der Kraftquelle ist, sind wir mit ihm in der Stadt Bilke, ich glaube auch so hat es Oliver Bierstedt ausgesprochen, und dort helfen ihm die Bewohner wirklich sehr gastfreundlich, sind unterstützend und ja, merken aber dann auch, dass sie Hilfe von ihm brauchen, und so gehen sie jetzt eben auch gemeinsam durch die Welt, die von einem Tyrannen geführt wird, um eben auch eine Art Rebellionsgruppe sozusagen gibt, und er so ein bisschen mitkriegt, dass er so in, so ein bisschen in die Problematik dieser Welt eintaucht und nicht so richtig weiß, wie er sich ohne seine Kraftquelle daraus dann auch befreien kann. Und ich glaube, es war jetzt ein bisschen wirr. Und das liegt daran, dass ich die Geschichte tatsächlich auch sehr wirr fand. Ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil ich jetzt von einem Highlight kommend in diese Geschichte geschmissen werde und das Gefühl hatte, dass das überhaupt nicht der gleiche Autor ist. Also, es ist ein Standalone-Buch, das muss man schon mal sagen, man kann es absolut allein lesen, allerdings habe ich dann eben mitbekommen in ein, zwei Rezensionen, dass es irgendwie zu dieser Sturmlicht-Chronik gehört und dass man daraus den Charakter von dem Nomad eben auch schon kennt und dass sich das alles in diesem Kasmir-Universum ansiedelt und man wohl durchaus dann schon etwas mehr wüsste, als ich sozusagen weiß, weil ich eben mit dieser Geschichte in diese Welt eintauche. Ich fand es schade, dass es für mich im Klappentext nicht erkennbar war, ich das auch nicht irgendwie vorher mitbekommen habe. Ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich nicht zu diesem Buch gegriffen, sondern hätte vielleicht erst zur Sturmlicht-Reihe im Grunde gegriffen, um dann eben so diese Welt auch ein bisschen besser zu verstehen. Also spielen wohl auch sehr viele Geschichten von Brandon Sanderson in dieser Welt. Also wer da gerne mehr weiß, gerne in die Kommentare, klärt mich da ein bisschen auf. Man trifft eben in dieser anderen Welt schon die Nomaden und wüsste dann eben durchaus wahrscheinlich mehr auch über seine Kraft. Denn ich bin hier in dieser Geschichte gelandet und der Schreibstil ist ganz anders. Er ist schnell, er ist rasant, er ist irgendwie sehr wirr, er reißt einen irgendwie so rein, aber nimmt einen nicht so richtig mit. Auch wenn es natürlich schon flüssig war und klar war und ich es auch sehr bildhaft fand, ich habe einfach, glaube ich, nicht alles richtig verstanden. Die erzählte Welt ist definitiv toll gezeichnet. Das muss man wirklich sagen. Ich konnte mich hier wirklich in diese Welt hineinversetzen. Ich habe das mit der Sonne und der Magie und diese Welt und diese Stadt und die Bewohner, das konnte ich mir wirklich gut vorstellen, aber ja, es ist so eine voristische Version auch im Grunde der Welt, wie wir sie vielleicht kennen. Aber ich muss halt sagen, es war alles viel zu kurz. Es ging rasend schnell. So sind die Charaktere auf der Strecke geblieben, die ich zwar gut fand, man auch die Entwicklung erlebt hat, aber nicht nachvollziehbar war. Es waren Charaktere auf einmal da, dann waren sie weg. Dann ist mit ihnen etwas passiert, sie haben den Weg eingeschlagen, ja, ich folge, aber ich verstehe es nicht. Und ich hatte wirklich das Gefühl, man konnte keinen richtig kennenlernen. Man konnte überhaupt nicht irgendwie eine Sympathie aufbauen, eine mitgehen oder irgendwie was. Es ging alles wahnsinnig schnell, gerade auch bei den Nebenfiguren, die ja doch irgendwie eine Rolle spielten, aber dann auch nicht. Also ja, selbst der Gegenspieler, den wir hier kennenlernen, das ist irgendwie so ein Schattengespinst und eigentlich haben wir ihn gebraucht. Ich weiß es irgendwie nicht. Also ich hätte mir hier viel mehr Charakterstärke gewünscht, irgendwie auch, dass ich die kennenlerne, dass ich mitgehen kann, dass ich begeistert sein kann, das hat mir hier leider alles sehr, sehr gefehlt. Und es ging einfach viel zu schnell. Also ich habe
wirklich erst gedacht, das liegt am Sprechen und habe die Hörzeit sozusagen, also die Geschwindigkeit runtergedreht, habe dann gemerkt, nein, es liegt nicht am Hören oder an der Schnelligkeit, sondern es liegt an diesem rasend schnellen Stil von Brandon Sanderson. Also es ist so ein Mix hier auch aus Fantasy und Science Fiction und das darf ruhig ein bisschen schneller, temporeicher sein, aber er hat hier für mich nicht das Gleichgewicht geschafft, um eben eine Welt entstehen zu lassen und dann aber trotzdem in der Kürze irgendwo diese Welt auch einen mitfühlen, mitgehen zu lassen. Und irgendwie war das nicht wirklich gut im Gleichgewicht. Und ich hatte das Gefühl, dass da irgendwo wahrscheinlich die doppelte Seitenstärke gefehlt hat und er das einfach gekürzt hat, weil es sonst zu lang geworden ist. Also vielleicht wollte er auch eine Dilogie schreiben und musste sich auf ein Einzelband beschränken und wollte dann eben keinen 800-Seiten-Wälzer haben. Es war für mich viel zu schnell. Es ging, also ja, ich konnte mich da gar nicht fallen lassen und es war ganz, ganz anders vom Stil als die Smaragdgrüne See, was ich echt sehr schade fand, denn da mochte ich ja gerade diesen bildhaften, poetischen, märchenhaften Stil so gerne an Sanderson. Der war hier komplett weg. Also es war brutal, es war ja viel so ein bisschen Krieg oder Rebellion und der Tyrann und viel, was so auch der Protagonist aushalten musste. Leider. Trotz, dass es natürlich Fantasy war mit Science Fiction, es war okay, aber wäre das jetzt wahrscheinlich mein erstes Buch von Sanderson gewesen, hätte ich wahrscheinlich nicht zu einem zweiten gegriffen. Aber es war okay, ich habe es gehört, es hatte auch tatsächlich durch dieses tolle Worldbuilding schon auch seine Pluspunkte, aber ich würde das nicht als Einsteigerbuch für die Fantasy, für die Science Fiction oder gar für Sanderson empfehlen. Das dritte Buch in diesem Monat war dann mal wieder von Vigald Boning und zwar Bekenntnisse eines Nachtsportlers. Ich habe ja bereits andere Bücher des Autoren gehört und war immer sehr, sehr begeistert und bin dann über dieses Buch auch gestolpert. Ich glaube, es wurde unter der letzten Empfehlung auch mir empfohlen. Guck dir doch mal den Nachtsportler an und dementsprechend ja, war ich hier sehr gespannt. Das Buch ist somit das erste, wie ich das recherchiert habe, aus 2007 und es wird natürlich selbst von Vigald Boning auch gesprochen und ich habe es auch über BookBeat hören können. Ja, wir starten hier eben auch wieder in die Sportgeschichte von Vigald Boning über seine Sportmotivation und er erklärt uns eben anfangs, warum er auch fast nur nachts seinen Sport durchführen kann und möchte. Wir haben hier ganz viele Sportarten, die er beschreibt, vom Radfahren über Marathonlauf, über Drehbootfahren und was es auf sich hat, wenn er eben auch Läufe absolviert mit einer Krawatte. Es gibt natürlich auch ein paar Rückschläge, über die er berichtet und uns erzählt und wie er eben auch seinen inneren Schweinehund so besiegt und wie man so ein bisschen dagegen angehen kann. Ja, es war gute Unterhaltung für zwischendurch. Und das ist immer so, wo ich denke, oh, das ist so wie die kleine Schwester von Nett, ne? Also, ist immer schwierig. Ich fand es tatsächlich okay. Es war aber bei weitem nicht so lustig, so unterhaltsam, so mit einem Augenzwinkern, wie es die anderen Bücher von ihm waren. Das muss man ganz gleich sagen. Man merkt da schon, dass die Bücher, die jetzt so 1-2 Jahre alt sind und er da einfach gereifter war, auch einfach wahrscheinlich in seiner Meinung, in seinen Gedanken, in seiner Erzählweise gefestigter war, dass das definitiv eher der Vigald Boning ist, dem ich gerne zuhöre. Es ist natürlich schon leicht erzählt, es hat ein paar lustige Momente, es ist aber doch eher unterhaltsam, es ist auch manchmal so gewollt lustig, ohne dass es lustig ist. Das hatte ich in den anderen Büchern tatsächlich nicht so. Er wirkt auch einfach zurückhaltender. Und das, finde ich, wird in sehr vielen Erzählungen deutlich, dass er da einfach noch nicht so sicher war in dem, was interessiert die Menschen, was wollen sie lesen, was wollen sie hören, also Menschen, wir, und wie verpackt er seine Anekdoten unterhaltsam. Man hat schon gemerkt, dass das ist ja gut so, dass wir tatsächlich einfach dieses Wachstum dann auch erleben können. Und ich finde das gut, so wie er jetzt schreibt, wie er jetzt die Geschichten erzählt, mit welchem Humor und sehe das einfach so, wie es ist, dass es einfach schon über 15 Jahre her ist und er da einfach auch ein ganz anderer Mensch war. Und man merkt auch, dass er sich doch nicht dann in den anderen Büchern irgendwie wiederholt, was er damals erzählt hat. Es ist schon schön schräg, aber es hatte halt wenig Abwechslung. Also auch diese einzelnen Sportarten waren nicht so ausgefeilt oder unterschiedlich und wahrscheinlich hat er seine Lust an den anderen extremeren Sportarten einfach auch später gefunden. Also es wirkte einfach ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen ruhiger, ein bisschen unlustiger, vielleicht auch uninspirierter. Wobei, wie gesagt, ich möchte das gar nicht so streng bewerten, weil es eben schon 15 Jahre alt ist. Und
ja, er da eben auch einfach ein ganz anderer war. Und ich vermute auch, dass vor 15 Jahren unser Humor anders war, der Erzählstil anders war. Und es ist natürlich immer gefährlich, wenn man ja im Grunde mit dem neuesten Werk von jemandem anfängt und dann gibt es Bücher, die 10 Jahre alt sind. Weil man muss diese Geschichten natürlich immer zu der Zeit betrachten, in der sie sind. Und das gilt ja für ganz viele Geschichten, die man jetzt vielleicht 10, 15 Jahre später liest und sagt, okay, erinnere dich mal, wie war damals vielleicht auch der Umgangston, was war lustig, was war Humor. Das ändert sich eben auch einfach. Und ich glaube, gerade in den letzten 5 Jahren hat sich in Bezug auf Humor auch sehr, sehr viel verändert. Und dementsprechend, ja, ich fand es okay, ich habe es gerne gehört, aber es ist leider nicht zu so einem Highlight geworden wie die anderen Hörbücher von Wiegald Boning. Mit Buch Nummer 4 ging es ein bisschen in die Hundewelt. Und zwar, wie viel Mensch braucht ein Hund von Maja Novak, so rum. Ein Buch, das ich schon länger auf dem Sub habe. Ich glaube, so kurz nachdem Weasley vor 1,5 Jahren eingezogen ist, ist das bei mir 22 auch eingezogen. Und ja, wir sind aktuell bei einer neuen Hundetrainerin und ich wollte ein bisschen Inspiration wieder so ein bisschen in das Thema ja Hunde verstehen, lesen, Kommunikation eintauchen. Und ich bin des Öfteren über Maike Novak gestoßen und da ist dann auch dieses Buch bei mir eingezogen. Auch das aktuelle Buch von ihr ist jetzt im Februar bei mir eingezogen und da bin ich dann auch schon sehr, sehr, sehr neugierig. Das Buch ist ursprünglich von 2013 und da muss man natürlich sagen, es ist 10 Jahre her, aber nichts hat sich in dieser Geschichte irgendwie verändert. Denn wir haben hier tatsächlich einfach nur ganz unterschiedliche Geschichten von Maike Novak, die bekannt ist für ihre Mensch-Hunde-Kommunikation, die auch Tiertherapeutin ist und da auch verschiedenste Fachartikel dazu veröffentlicht. Und wir haben hier einen ganz anderen Ansatz, wie sie im Grunde mit den Tieren zusammenarbeitet, wie sie Tiere liest, wie sie mit ihnen kommuniziert und wie sie auch dem Menschen tatsächlich von den Hunden begegnet. Denn es ist natürlich immer ein Zusammenleben. Also wir sind ja auch nicht der Besitzer unserer Tiere, sondern wir leben mit ihnen zusammen. Und genau das formuliert sie immer wieder in ganz unterschiedlichen Sätzen und Formen richtig schön den verschiedenen Gegebenheiten angemessen. Sie erzählt von ganz unterschiedlichen Geschichten und Begegnungen mit Hunden und auch deren Familie. Meist sind es natürlich Problemhunde, denn Hunde mit Herausforderungen, ja, da wenden sich natürlich dann die, Hundeeltern sozusagen auch einfach bei den diversen Trainern und sagen, wir haben hier eine Herausforderung, an der wir arbeiten möchten, wollen, sollen. Und man merkt hier bei sehr vielen Geschichten, dass oft eben auch einfach der Mensch das Problem ist. Also ich fand ganz spannend, dass es hier Geschichten gibt zu unterschiedlichen Rassen, dass eben auch was zu diesem rassetypischen Verhalten erzählt wird, egal ob Jagdhund, Hütehund, Arbeitshund, ganz egal. Ich finde es spannend, dass sie so ein bisschen auf die Tierschutzhunde eingeht, auf die verschiedensten Tiertrainer in Deutschland, also auch wie einfach man sich einfach Tiertrainer nennen kann, dass es zwar schon eine Zertifizierung gibt, aber grundsätzlich das ja kein geschützter Begriff ist, zumindest auch 2013. Und da erzählt sie eben so ein bisschen, was sie für Erfahrungen gemacht hat. Sie hat einen wunderbaren Stil, über verschiedene Situationen zu sprechen. Ich mochte den wirklich sehr gerne. Ich mochte, mit welcher Bedacht sie Worte gewählt hat, wie sie leicht und flüssig, aber eben an den richtigen Stellen auch einfach tiefgründig erzählt hat, wie diese verschiedenen Begegnungen stattgefunden haben, wie tragisch das auch manchmal ist, wo Hunde untergekommen sind und die Menschen immer davon überzeugt sind, sie machen alles richtig. Und dann liest man vom Kettenhalsband über den Hütehund, der wirklich 23,5 Stunden nur auf dem Grundstück ist, weil er irgendwann verstanden hat, sobald ich rausgehe und jemanden verbelle, ist mein Frauchen, mein Herrchen irgendwie angenervt und dann wird eben einfach auf dem Grundstück geblieben. Dass Menschen oft ganz unterschiedlich der Meinung sind, wie das Zusammenleben und auch die Zusammenarbeit mit einem Hund funktioniert. Ein Hund ist einfach keine Katze. Das habe ich auch festgestellt. Und auch ich habe mir manches, glaube ich, schon einfacher vorgestellt mit dem Dazuholen eines Hundes. Aber die schönen Dinge überwiegen einfach und an den ein, zwei Herausforderungen, die man hat, arbeitet man eben zusammen. Deswegen jetzt eben auch eine neue Trainerin, wo ich denke, ihr Ansatz gefällt mir persönlich sehr gut. Und ich glaube, da muss auch jeder einfach im Leben den Ansatz finden, der eben auch zu seinem Mindset, zu seinem Bauchgefühl und so weiter passt. Ich fand auch die Mischung der Geschichten, der Schicksale, die hier erzählt wurden, sehr gelungen, auch sehr spannend tatsächlich aufgebaut. Wir haben nicht immer nur Happy-End-Geschichten. Also es gab
auch Geschichten, wo das Ende einfach war, okay, der Hund muss aus dieser Familie raus, egal wie. Und weil sowohl für den Mensch als auch für den Tier einfach die beste Möglichkeit ist. Und ich fand sehr erschreckend, und ich muss das wirklich sagen, jetzt beschäftige ich mich ja seit fast 2 Jahren, seitdem ich meinen Hund habe. Ich sage deswegen Hund, weil er nicht weit weg liegt und man ja den Namen nicht so verbrauchen soll. Also mein Hund hat natürlich einen Namen, den wisst ihr vielleicht auch, aber nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Ja, also wie wir uns den Hund zugelegt haben und da auf die Suche gegangen sind, hat man natürlich schon angefangen, Dinge zu lesen. Aber ich fand hier oft sehr erschreckend zu sehen, wie der Mensch erwartet, wie das Tier zu funktionieren hat. Es ist sehr oft so in diesen Geschichten, die ja wirklich so passiert sind, dass der Mensch gar nicht das Individuum in diesem Tier sieht. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon einige Katzen in meinem Leben begleitet und jede war anders. Der eine Kater war eher verspielt, die andere eher schüchtern, die andere wirklich draufgängerisch, die andere wollte lieber mit einer Leine spielen, die andere lieber das Vogelimitat, was auch immer. Jedes Tier ist anders, jedes Tier ist ein Individuum und umso schlimmer ist es ja eigentlich, was wir diesen Individuen auf dieser Welt antun. Und so ist es ja auch mit Hunden. Es war sehr oft in dem Buch auch die Rede, da hatten Menschen eben Hundeerfahrungen mit Hunden vom Züchter. Und ja, ich glaube durchaus, dass ein Hund vom Züchter, der von Grund auf, von klein auf gut geprägt wurde, gute Erfahrungen gemacht hat und so weiter, dass das ein anderes Zusammenleben ist, als wenn man sich eben einen Hund aus dem Tierschutz holt, aus einem Tierheim holt. Natürlich ist dem etwas passiert, hat er eine Vorgeschichte, die man einfach nicht kennt und das Tier kann es auch leider nicht erzählen. Und diese Ansätze hier drin, die manchmal von den Menschen kamen, der Hund hat zu funktionieren, mein anderer Schäferhund hat genauso gespurt und der hat das sofort gekonnt und der jetzige macht das nicht. Und ich saß wirklich manchmal so erschreckend da. Ich weiß das, ich weiß, wie Menschen ticken, also das ist mir nicht fremd, aber es immer wieder zu lesen und zu merken, wie die Masse an Mensch tatsächlich funktioniert und auch erwartet, dass ihr Tier funktioniert, das finde ich immer so traurig und so tragisch und da wünschte ich mir manchmal doch irgendwie so einen Tierführerschein, dass man manchmal einfach in den Charakter des Menschen gucken müsste, wie der Mensch tickt und ob es überhaupt Sinn macht, ihm ein Tier zu geben. Das denke ich aber nicht nur über Tiere, das würde ich sogar bei Kindern weiterführen, aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Was ich mir allerdings von dem Buch ein bisschen mehr gewünscht hätte, waren so ein paar mehr Tipps. Also ich fand ganz gut, dass sie manchmal darauf eingegangen ist, wie sie Dinge herausliest, warum sie manche Dinge jetzt anwendet und wie sie anwendet. Aber also Tipps so im Sinne von, nicht nur mein Bauchgefühl sagt mir das und ich glaube tatsächlich, dass es bei ihr schon das Bauchgefühl ist, aber ich hätte mir da einfach ein bisschen mehr Mitnahme gewünscht. Also so ein bisschen, was kann man vielleicht konkreter in dieser Situation tun? Wie gehe ich eben mit dem Hütehund am Zaun um? Und sie hat mir manchmal da so ein bisschen den Fokus auf den Vorwurf gegenüber der Menschen gemacht, sowohl deren Halter als die, die den Hund weitergegeben haben. Und das fand ich immer ein bisschen schwierig. Ich mochte es auch nicht so ganz, wie sie über den Auslandstierschutz zumindest 2013 gedacht und geredet hat. Und ja, ist natürlich auch ein Feld, über das man bestimmt diskutieren kann, was wir aber an dieser Stelle nicht tun. Aber das fand ich ein bisschen schade, denn Tierschutz ist Tierschutz. Und jeder muss da einfach seine Entscheidung dafür fällen, wo er Tiere unterstützt, wo er ihnen hilft und wie er da unterstützen kann und seinen Teil irgendwie in diese Welt beitragen kann, wie er diesen positiven Flow des Lebens sozusagen weiterträgt. Alles in allem dennoch ein sehr gelungenes Buch, was ich wirklich mit sehr viel Emotionen gelesen habe, was ich wirklich so ein bisschen den schönen Einblick auch in die Arbeit von Maike Meyer-Nowak bekommen habe und mich jetzt tatsächlich auch sehr auf das nächste Buch von ihr freue. Nummer 5 wurde es ein bisschen winterweihnachtlich, was gefühlt gar nicht in den Februar gepasst hat, weil es da noch gar nicht irgendwie winterlich war. Und zwar Zimtzauber von Katrin Koppold alias Katharina Herzog. Ich habe zwar nicht verstanden, was wirklich der echte Name der Autorin ist und was da das Pseudonym ist und warum man eh beides drauf schreibt, aber das ist nochmal was ganz anderes. Ich habe von Katharina Herzog, ich glaube schon 1 oder 2 Bücher, auch so eher leichtere Sommerromane gelesen und habe mich sehr gefreut über dieses kleine Büchlein, was in einem Tauschpaket drin war. Und ja, wir treffen hier auf die Buchhändlerin Elisa, die eigentlich nicht so richtig abergläubisch ist, aber als sie eines Morgens dann den gut aussehenden Schornsteinfeger verletzt, als der gerade dabei ist, eine Taube aus dem Kamin in der Buchhandlung zu befreien, merkt sie dann doch irgendwie recht schnell, oh, da laufen einige Dinge jetzt in meinem Leben schief, hängt das eventuell hier mit dem Schornsteinfeger zusammen. Ja, der Schornsteinfeger wollte einen Vogel, eine Taube befreien und dabei ist es dann so gelaufen, dass er am Ende im Krankenhaus
gelandet ist. Und ja, zudem nervt auch noch ihre Chefin, die, glaube ich, nur die Tochter von der eigentlichen Inhaberin ist, die aber einfach jetzt zu alt wurde. Und Elisas Herz hängt aber eigentlich an dieser Buchhandlung. Und so versucht sie so ein bisschen immer das Spagat zwischen, wie sie gerne diese Buchhandlung führt, wie sie auch weiß, dass es die Inhaberin wollte, aber natürlich auch deren Tochter dann irgendwie glücklich macht, muss man ja dazu sagen. Ja, sie ist dann auf einer Trennungsparty von einer ihrer Freundinnen und erfährt da von einer Wahrsagerin, dass sie eine schwarze Aura hat und dass ihr jetzt ganz schlimme Dinge passieren werden, die sie verfolgen werden. Und so nimmt sie jetzt ihr Glück in die eigenen Hände und ist auf der Suche nach dem Schornsteinfeger, weil sie sich bei dem entschuldigen möchte. Aber der ist alles andere als begeistert, als er sie dann ja tatsächlich hier an diesem Ort, wo sie ihn auffindet, dann wieder trifft. Und ich muss sagen, ich fand das Buch tatsächlich leider nur so, es ist ein sehr kurzes Buch und ich glaube, deswegen habe ich auch bis zum Ende durchgehalten. Es hat knapp 150 Seiten und mir hat der Anfang noch ganz gut gefallen. Also ich hätte hier tatsächlich gesagt, so das erste Drittel fand ich tatsächlich ganz gelungen, aber der Schreibstil war schon sehr einfach. Er war sehr banal, er hat auch oft so gekünstelt, konstruiert gewirkt. Ich konnte auch nicht über die scheinbaren lustigen Dinge lachen, also es hat nicht meinen Humor irgendwie getroffen. Es waren einige Dinge dabei, die zu genau beschrieben wurde, was mich dann einfach nicht so richtig interessiert hat, beziehungsweise ich dann auch dachte, es wiederholt sich sehr häufig. Und anderes, was die Geschichte vorangebracht hätte oder auch vielleicht der Geschichte Tiefgründigkeit gegeben hätte, das wurde irgendwie weggelassen oder nur so ganz kurz nebenbei erwähnt. Das war keine so richtig gelungene Mischung, was ich sehr schade fand. Es gab auch so einiges an Unstimmigkeiten in der Geschichte, die mich so ein bisschen haben stolpern und kopfschütteln lassen. Also geht irgendwie los. Ich glaube, sie sagt irgendwie, dass das Zimmer, wo sie den Schornsteinfeger trifft und sich da jetzt ein Hotelzimmer nehmen muss, das lag irgendwie bei 400 Euro oder 600 Euro und die Rückreise mit dem Taxi, die war, glaube ich, irgendwie 100 Euro billiger oder 200 Euro billiger und dann würde ich halt sagen, ich nehme trotzdem die billigere Rückreise als dieses Hotelzimmer, weil es einfach keine Erklärung gab. Und so gab es ein paar Dinge, wo ich dachte, naja, und auf einmal hat sie auch irgendwie Skisachen dabei, obwohl sie eigentlich gar nicht wusste, dass sie zum Skifahren fährt. Also es war so ein bisschen merkwürdig, muss ich ehrlich gestehen. Ich wurde auch mit Elisa nicht so richtig warm, obwohl ich dachte, jemand, der Bücher mag und da in dieser Welt ist, ja, dass man da irgendwie eine Gemeinsamkeit findet. Ja, aber es lag vielleicht auch einfach an der Kürze der Geschichte. Und dann muss ich aber schon sagen, was mir wiederum dann gefallen hat, war das tatsächlich etwas unkitschigere Ende, was schon sehr vorhersehbar war. Aber das hat mir dann tatsächlich ganz okay gefallen. Also ich würde sagen, es ist so ein Buch. Es ist jetzt nicht schlimm, dass ich es gelesen habe, aber ich hätte mir davon einfach mehr erwartet. Also so gut vielleicht die ersten 30, 40 Seiten für den Einstieg waren und dann hat sich es irgendwie 100 Seiten verloren und dann waren irgendwie die nächsten 20, 30 Seiten nochmal ganz schön. Und ja, aber der Stil war jetzt nichts, was mich umhaut, was mich begeistert und woran ich sehr lange denken werde. Also von daher, ja, ein bisschen schade, aber dennoch gelesen und war jetzt auch für den Februar okay. Wir zu einem Abbruchbuch und zwar Buch Nummer 6, Belladonna von Adeline Grace. Ein Hörbuch, was ich nach 50% knapp beendet habe. Und ja, wie man sieht, habe ich sehr lange trotzdem noch gehofft, dass mich dieses Buch ja tatsächlich irgendwie begeistern wird. Ja, es ist die Autorin von Fluch der sieben Seelen. Das war ja eine Dialogie, die ich sehr gerne gelesen habe, wo wir so ein bisschen mit Piraten und Seeräubern unterwegs sind. Und so hatte ich mich dann auch eben auf dieses Buch gefreut. Der zweite Teil ist schon für März angekündigt und gesprochen wird das Hörbuch von Lena Münchow. Mir hat sie jetzt vom Namen tatsächlich nichts irgendwie als Sprecherin gesagt. Ich mochte aber ihre warme Stimme ganz gerne. Sie hatte aber so ihre Probleme mit der Aussprache von englischen Begriffen. Das fand ich manchmal so ein bisschen, wo man so zusammenzuckt, wenn man irgendwie denkt, naja, das war irgendwie jetzt nicht so richtig. Das kennt man oftmals so ein bisschen von diesen Eigenbegriffen. Aber ja, das möchte ich gar nicht so negativ sagen, weil ich glaube, der Abbruch lag nicht an ihrer Aussprache oder ihrer Stimme. Ja, wir treffen auf Signa und sie ist, glaube ich, 2 oder 3 Monate jung, als sie dem Tod das erste Mal begegnet, weil er ihre Eltern sozusagen holt und ihre Eltern sterben müssen. Er ist bereits, also der Tod ist hier in einer Person, ist hier ein Charakter und er ist bereits in Baby-Kindesalter von ihr
angetan und lässt sie bei den Sterbefällen auch immer wieder übrig. Also auch bei dem Tod ihrer Eltern wäre sie eigentlich mit an der Reihe gewesen, aber er lässt sie übrig. Und so kommt es, dass Signa in der ganzen Familie, bei den Verwandten und irgendwie im nahen Umkreis immer wieder im Grunde aufgenommen wird und dann aber die Menschen in ihrem Umfeld auch sterben, sodass sie relativ schnell auch als verflucht gilt. Und sie wird eben von Familienmitglied zu Familienmitglied weitergegeben und immer wieder taucht der Tod auf. Und sie landet dann bei ihrer Cousine, die so ein bisschen eher größer ist und Herrschaftshaus und wird da so ein bisschen auch in diese Gesellschaft eingeführt. Und dann möchte sie jetzt aber unbedingt dem Tod entgegentreten. Sie möchte mit ihm sprechen, sie möchte ihn zur Rede stellen und sie möchte erfahren, was ihr Fluch eigentlich auf sich hat. Warum sie immer übrig bleibt, warum sie ihren Verwandten, Familienmitgliedern beim Sterben zusehen muss, was so seine Intention ist. Und schon da hat sich abgezeichnet, dass es in so eine Art Krimi irgendwie geht und dass der Tod hier einfach anders ist, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ich muss sagen, ich mag die Idee sehr, wenn der Tod zu einem Charakter wird. Ich mochte das bei Eddie LaRue, ich mochte das bei Rendezvous mit Joe Black und gibt bestimmt noch eine Handvoll anderer Geschichten, wo der Tod ein Charakter wird, der uns eben mitnimmt. Auch letztes Jahr habe ich ein Buch gelesen, wo ja der Tod einfach sagt, er hat jetzt keine Lust mehr. Ich komme nur gerade gar nicht drauf, wie es mir hieß. Es war so ein etwas merkwürdiges Cover, war aber wirklich ein sehr gutes Buch. Auch irgendwie der Tod nicht unendlich ist, irgendwie sowas. Und ich mag das sehr gerne, wenn der Tod ein Charakter wird, wenn der Tod greifbar wird und man da irgendwie vielleicht so ein bisschen nachvollzieht, dass er eben auch nur ein Mensch ist, also ne, in diesen Geschichten. Und ich mochte die Idee wirklich sehr gerne. Ich fand es interessant, herauszufinden, was er denn an Signa spannend fand, aber ich mochte die Umsetzung einfach nicht von Adeline Grace. Ich fand den Schreibstil total uninspiriert. Ich fand ihn total unpoetisch, ich fand ihn langweilig, ich fand ihn träge, ich fand ihn irgendwie gar nicht spannend, ich fand ihn nicht irgendwie neu. Er wirkte in den Dialogen sehr unwirklich konstruiert. Ich hatte das Gefühl, so spricht doch einfach kein Mensch. Selbst wenn wir sagen, dass die Geschichte vor 100, 150 Jahren spielte, es fühlte sich oft so stockig an, so wie wenn die alle auf Distanz miteinander sprechen und es war überhaupt nicht spannend, also es war überhaupt nicht schön. Ich fand das Setting ganz gut gewählt von der Autorin. Hier wurde auch schon viel erzählt und uns gezeigt und man konnte sich die Zeit gut vorstellen, aber alles drumherum war wirklich sehr, sehr, sehr schleppend. Ich wurde leider auch auf den 50% kein Fan von Signa, auch wenn ich natürlich ihr Verhalten irgendwo nachvollziehen kann, dass wenn ich denn ständig im Mittelpunkt des Todes bin und um mich herum die Menschen sterben, wird das wahrscheinlich meinen Charakter verändern. Dementsprechend kann ich das tatsächlich gut nachvollziehen und verstehe, warum sie manchmal so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Es gab auch einige Widersprüchlichkeiten in ihrer Person bezüglich des Sterbens oder eben Nichtsterbens und ich bin da nicht so ganz durchgestiegen in den ersten 50%. Zudem blieb für mich auch der Charakter tot wahnsinnig blass. Und ich habe auch seine Zuneigung überhaupt nicht verstanden, die er ja schon zu ihr hatte, als sie ein Baby war. Und das fand ich total merkwürdig. Ich fand das total grenzwertig und irgendwie erschrocken, dass man das gut fand. Also er sieht dieses 2-3 Monate alte Baby, junge Baby, und das fand ich gefühlt schon, wenn ich an die Biss-Reihe von Stephenie Meyer denke, das fand ich auch schon mit, ich möchte gar nicht die Reihe spoilern, aber jeder, der diese Reihe kennt, weiß, was ich meine. Ich fand das total, also widerlich ist so ein blödes Wort, weil das natürlich ein Empfinden ist, Pädophilie, für das der Mensch jetzt ja per se auch nichts kann, aber er kann natürlich sich therapieren lassen und so weiter, aber das führt jetzt hier zu weit, aber ich fand das total widerlich. Also als der dieses 2-3 Monate alte Baby sah und da etwas empfunden hat und er ist ja ein erwachsener Mann und er ist ein sehr alter, reifer Mann und er hat hier dieses kleine, verwaiste, naive Kind, dieses Mädchen, das alles verloren hat und wie er, also da mit ihr agiert hat. Ich fand das wirklich irgendwie creepy. Also mir fehlt da das deutsche Wort, aber ich fand es eher widerlich, anstößig als faszinierend. Also ich habe das so, weiß ich nicht, also fand ich wirklich merkwürdig. Und auch, muss ich schon sagen, natürlich ist das Buch eher für Jugendliche. Das spürt man der Geschichte auch an, was jetzt per se auch gar nicht schlecht ist. Ich bin dann einfach nicht die Zielgruppe. Aber
Ich glaube schon, dass Jugendliche, wenn sie so das erste Mal mit Fantasy, die ein bisschen düsterer ist, gruseliger ist, wenn die in diese Geschichte so eintauchen, dass sie da schon so ein bisschen Begeisterung finden können. Aber ich fand es wirklich eher langweilig, mau und einfach diesen Faktor mit dem Charaktertod und dem jungen Mädchen, ich fand das wirklich irgendwie anstößig. Ich weiß nicht, ich fand das überhaupt nicht passend und frage mich tatsächlich, wer diese Liebesgeschichte so feiert. Also das, ja, das stört mich ja sehr häufig bei Vampirgeschichten, dass wir da so einen 400 alte Jahren Vampir haben, der auf, es ist ja oft der Vampir, der männliche Vampir und der auf eine junge Frau trifft. Und gerade wenn es da noch so ein Teenie ist, wo ich denke, es ist schon irgendwie, finde nur ich das irgendwie widerlich, aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, leider ja ein Flop. Ich hatte mir sehr viel davon erwartet, aber leider konnte es mich nicht irgendwie begeistern oder ansprechen. Und so habe ich es dann nach 50% auch abgebrochen, weil mir dann doch einfach die Hörzeit ein bisschen zu schade war, um da weiterzuhören. Ja, sehr, sehr schade. Aber ja, erkannt, zweiten Band gar nicht erst einziehen lassen, der jetzt im März kommt. Und umso besser, dass dann ich nicht zwei Bücher auf dem Sub habe, die, wo ich dann beim ersten Band merke, das ist es irgendwie nicht. Gibt es halt manchmal einfach auch. Und das waren sie jetzt, die ersten 6 Bücher aus dem Februar. Hier war doch ein bisschen was ganz Schönes dabei, bis auf das Abbruchbuch. Aber das finde ich, wie gesagt, gar nicht schlimm. Denn wenn man eben merkt, es passt nicht, dann sollte man einfach auch nicht seine wertvolle Lebenszeit oder auch die Lesezeit, die ja auch sehr wertvoll ist, mit nicht so guten Büchern verbringen. Das Gleiche gilt ja für Reihen. Wenn man sagt, der erste Teil war so okay, müsste man dann wirklich ja, seine Zeit damit verbringen? Wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Was ist denn euer Highlight aus dem Februar? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Oder ob ihr vielleicht auch eins der Bücher, die ich jetzt vorgestellt habe, auch schon kennt und gelesen habt. Und wie ihr es vielleicht fandet, lasst uns da gerne in den Austausch gehen. Und freut euch auf den zweiten Teil des Büchermonats. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.